Wir sind ein Familienbetrieb. Und das geht so. Das sind die Kinder. Der Mann. Und der ganze Betrieb. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer einfach. Aber es macht Spaß und es geht immer irgendwie. Guten Morgen zusammen. Es ist Donnerstag, der 13. Februar. Herzlich willkommen. Und es ist arschkalt. Ja, es ist wieder mal so ein richtig schöner Winter. Und es ist eigentlich so schön, sind wir die eigenen Chefs. Genau, da können wir unsere Arbeit selber einteilen, wie wir möchten. Und heute haben wir entschieden, gestern waren wir in den Reben, heute haben wir entschieden, gehen wir Wein liefern. Richtig. Wow. Wow. Richtig gefroren. Es ist schön dick und das ist richtig gut für den Wein. Das letzte Mal haben wir gesagt, die Weinsteinstabilisierung braucht das Kälte. Und ich habe genau die richtige Temperatur. Und wir suchen uns auch Platz an der Wärme. So, aufladen. Das Auto ist geladen. Jetzt können wir starten. Wir gehen in die Städte, in die Region und das sind Winterthur und Zürich. Los geht's. Heute haben wir uns entschieden, dass wir zusammen den Wein ausliefern. Denn wenn man den eigenen Chef ist, hat das so ziemlich viele Vorteile. Man muss schon ein bisschen arbeiten. Also den ganzen Tag nichts machen, das geht gar nicht, oder? Man muss die Arbeit erledigt haben. Ende Jahr muss die Arbeit gemacht sein. Genau. Und wenn man es doch selber einteilen kann, ist das natürlich genial. Man kann sagen, ja, heute ist es zu kalt, jetzt gerade. Jetzt für morgen früh irgendwie die eine Arbeit draußen zu machen. Jetzt werden wir das Programm ein bisschen umstellen und dann geht es wunderbar. Und Schatz, was gefällt dir so? Selbstständig sein. Man kann die Arbeit selber einteilen, wie man möchte. Man muss immer dran sein, logisch, ganz klar. Aber man ist sein eigener Chef. Wir arbeiten viel zusammen. Ja, es gibt immer sehr viel Arbeit. Ja. Also gar nichts machen, das geht gar nicht. Man muss schon immer ein bisschen arbeiten, aber also ich arbeite gerne. Ich mache es auch gerne. Und man kann es einrichten, wie man möchte. Das ist das Schöne. Und Freude daran haben. Das ist das Allerwichtigste. Freude an der Arbeit, das ist das Wichtigste, denke ich. Dann macht es auch richtig Spaß. Dann hat man ein richtig gutes Produkt am Schluss. Und ich denke, das merken auch die Leute. Also das ist, die schmecken das in unserem Wein. Ihr denkt sicher, wir hocken immer den ganzen Tag im Café. Aber so ist das nicht. Wir genießen auch mal die Zeit zusammen. Genau. Also wenn wir schon zusammen was machen, dann gibt es auch einen Kaffee dazwischen. Und mit der Arbeit sind wir so weit nach. Und da kann man auch mal sagen, hey, und jetzt ist genießen angesagt. Ja, das haben wir uns verdient. Schon wahnsinnig den Schlüssel vergessen. Das kann mal passieren. Oh Gott. Zum Glück steht das Auto noch. Ich habe den Schlüssel echt stecken lassen, hier im Café. Wir haben echt Schwein, dass wir noch nach Hause kommen. Das kann nur meinem Mann passieren.
Darf ich auch mal? Ja, klar, sicher. Also, Aufgabe ist es, heute die Pfähle rauszuziehen. Fest, fest. Ich gebe mir Mühe. Ha! Bravo! Ich hab's geschafft. Noch einer. Super, und jetzt die ganze Reihe bis nach oben. Ja, genau. Also, hü. Boah, da kommt man schon in das Schnaufen, meine Güte. Ups. Also das ist schon eher eine Arbeit für den Mann, muss ich ehrlich sagen. Aber es macht auch Spaß, es tut gut, an der frischen Luft zu arbeiten natürlich. Und so ergänzen wir uns gut. Gell? Was? Wir ergänzen uns gut. Ja. Wir ergänzen uns. Sehr gut. Wir machen das richtig gut. Wir sind ein super Team, finde ich. Genau. Und wenn man halt immer so viel zusammen ist, kann es schon mal sein, dass man zwischendurch mal Knatsch hat. Aber ich denke, wo gibt es das so schon nicht? Also, und für das, dass wir so viel zusammenarbeiten, haben wir wenig Knatsch. Ja. Wir lieben uns mehr als wir uns. Nein, wir lieben uns nur. Jawohl. Ich sage jetzt nichts falsch. Ja, ja. Aber ist schon schwer. Also, wie muss ich das sagen? Zusammenzuarbeiten ist etwas Schönes, oder? Nicht immer einfach, aber es macht einfach viel mehr Spaß zusammen, oder? Man muss auch der Typ dazu sein. Ja, das ist schon ja, so. Ja. Genau. Und das sind wir zum Glück. Ja. So, weiter geht's. Ja, machen wir was. Raus mit den Pfählen. Diese alte Anlage. Ah, oh, schaut sogar die Rebstöcke, die brechen auch ab. Es hat auch nicht mehr viel Wurzeln, oder? Und ich muss schon sagen, das sind die Carbonoleum-Pfähle. Die sind ja mittlerweile nicht mehr erlaubt. Das ist ja das gleiche Integrierungsmittel wie die Bahnschwellen bei der Bahn haben. Und die Pfähle sind jetzt über 50 Jahre alt und sie brechen eigentlich sehr wenig. Also das ist richtig gutes Material. Ein Hank herum haben wir gehabt, hier oben, die Pfähle, die wir setzen müssen, die sind nach 5 Jahren alle kaputt gegangen. Und das ist ein Riesenscheiß. Das sind gut, die brauchen wir noch für Hage. Die recyceln wir wieder. So, weiter geht's. Eine nach der anderen. Schön, wenn die Sonne kommt. Da macht es viel mehr Spaß draußen. Bei schönem Wetter ist es viel besser. Ja, und wenn man es sich einrichten kann, dann ist das natürlich sowieso genial. Ja, weil morgen und auch die ganze Ende von der Woche ist schlechtes Wetter angesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich mir einen Weinkeller, wenn es regnet. Und heute beim schönen Wetter machen wir es draußen, arbeiten draußen. Und wenn man so einteilen kann, macht es auch viel mehr Spaß. Ich gehe in die Küche. Und ich mache noch was. So, bevor die Schöpfkelle geschwungen wird, müssen wir noch etwas vorbereiten, respektive ich. Unsere jüngste Tochter feiert noch Geburtstag mit ihren Freunden heute Nachmittag. Gibt ein kleines Familienfest sozusagen mit Schatzsuche etc. Und das muss ich noch vorbereiten. Und das Schöne ist einfach am Familienbetrieb, man ist immer ein bisschen zusammen. Auch die Kinder haben ihren Papi immer bei sich. Sicher, er muss auch immer arbeiten. Aber sie kennen das gar nicht, dass er eigentlich wie andere Kinder den ganzen Tag nicht zu Hause ist und am Abend sieht man ihn noch schnell. Und das schätzen unsere Kinder auch wahnsinnig. Das ist etwas mega Tolles. Und ich natürlich auch.
Euch nehmen wir mit. Also komm, Schatzkarte versteckt. Jetzt wird's spannend. Für eine Schatzsuche braucht es immer schöne, spezielle, geheimnisvolle Orte. Und hier haben wir einen wunderbar. Es kommt hier in den hohlen Baum hinein. Das ist die erste Aufgabe. Wisst ihr, was das ist? Dann schreibt es unten in die Kommentare rein. So, die sollen ein bisschen suchen. Es soll ja nicht so einfach sein. Wir sind gespannt, wie Ronja die Schnitzeljagd findet. Andi hat da extra noch Pläne gemacht und Aufgaben rausgesucht. Und das ist immer spannend. Ist natürlich ein Riesenabenteuer für die Kinder. Und jetzt sind wir gespannt auf den Nachmittag. Die Sonne scheint auch, also es könnte nicht besser sein. Ich freue mich auch, so einen schönen Familiennachmittag zu machen. Ja, da gibt es ein bisschen Kuchen und was Süßes. Das habe ich natürlich auch gerne. Ja, und die Zeit, die muss man sich auch nehmen. Genau. So. Das sind so spezielle Dinge, die uns wichtig sind, ja. Das genau. Ist für uns wichtig. Die Familie muss ein bisschen zusammen sein. Das ist schon schön, wenn man ein bisschen zwischendurch mal Zeit nehmen kann. Ja, und jetzt gehen wir weiter. Wir haben noch ein paar Posten zu machen. Genau. Oh. Und wir wünschen euch. Stopp! Oh ja! Wohin gehst du? Also, bevor wir gehen, wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Viel Sonnenschein natürlich, wie bei uns. Und ja, stoß mit uns an, ein Glas Wein. Also, dann sagen wir danke vielmals fürs Zuschauen und sagen Tschüss! Tschüss.